Ja. Gut. Machen wir eine private PK-Auftritt. Ja, dann herzlich willkommen euch zu dieser riesigen PK vom ersten Heimspiel im neuen Kalenderjahr gegen Wiedenbrück. Zum Organisatorischen, die Gottschalk-Tribüne bleibt geschlossen und wir rechnen so mit knapp 8000 Fans. Der Stadionumlauf ist trotzdem nicht geöffnet, also und der Eingang zum Soterkamp auch nicht. Gut, zum Sportlichen. Ja, wir haben am Wochenende, wie ich finde, eine gute Leistung angeboten gegen einen starken Gegner mit einem nach hinten raus vernünftigen Resultat. Ich denke, das Spiel war von unserer Seite ordentlich, bis auf die ersten 10, 15, 20 Minuten. Da waren wir letztendlich noch nicht so wirklich auf dem Platz, insofern, dass wir uns das anders vorgestellt haben. Aber insgesamt haben wir uns dort als Bereitschaft, Aggressivität nach hinten raus, ja, da war unsere Mannschaft, denke ich, komplett auf Augenhöhe. Wichtig ist, dass wir dieses gute Gefühl jetzt mitnehmen. Wichtig ist, dass wir auch nicht vergessen, dass wir auch schon zu guter Schluss, also zum Ende der Hinrunde, gute Resultate eingefahren haben und wir insgesamt auf einem guten Weg sind. Jetzt ist es eigentlich an der Zeit, auch mal anzufangen, den Heimspielen zu überzeugen. Ja? Und dazu haben wir jetzt gegen Wiedenbrück die Möglichkeit am Freitag und das ist unser erklärtes Ziel. Wichtig ist, dass wir diese Mannschaft in keinster Weise unterschätzen, weil wir haben jetzt eine Konstellation, wie wir sie auch, sag ich mal, ligaübergreifend in der Bundesliga haben, das vermeintliche Underdogs, ich sag mal, Leverkusen verliert in Freiburg, Hoffenheim verliert in Nürnberg, ja, und Hannover gewinnt in Wolfsburg, alles Mannschaften, die mit dem Rücken zur Wand stehen irgendwo, haben, sag ich mal, Ausrufezeichen gesetzt. Das ist das, was uns am Freitag auch erwarten wird, eine Mannschaft, die, sag ich mal, ja, ihre letzte Chance in Anführungsstriche oder eine ihrer letzten Chancen nutzen wird oder versuchen wird zu nutzen. Und es liegt an uns eben zu entscheiden oder dieses zu erlauben oder respektive nicht zu erlauben. Für uns ist wichtig, dass wir uns von dem Tabellenstand der Mannschaft nicht beeindrucken lassen. Denn eins ist auch klar, die Mannschaft, die, sag ich mal, in der Hinrunde nicht ganz so erfolgreich gewesen ist, ist nicht mehr zu vergleichen mit der, die momentan spielen wird, weil die Anzahl der Verletzten hat sich deutlich reduziert. Sie sind alle wieder da und da muss man eben daran erinnern, dass das die Mannschaft ist, die im letzten Jahr nach dem Trainerwechsel, ja, ich glaube, die drittbeste oder die viertbeste Rückrunde aller Mannschaften gespielt hat. Ich will damit sagen, auch das in aller Deutlichkeit, wir sind Favorit, wir haben ein Heimspiel, wir sind aus meiner Sicht auch grundsätzlich besser definiert, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und das ist das, woran sich die Mannschaft messen lassen muss. Es geht nicht darum, eine gute Performance oder ein wer weiß was, gutes Auftreten gegen so Mannschaften wie Viktoria Köln oder gegen Lotte an den Tag zu legen, sondern es geht darum, jetzt auch diese Mannschaften ohne in irgendeiner Form den SC Wiedenbrück in eine Schublade zu stecken, wo er nicht reingehört. Aber die Konstellation ist klar. Wir sind die Mannschaft, die zu Hause vor einer guten Kulisse spielen wird. Wir haben gewisse Erwartungen, die wir erfüllen wollen. Und dann müssen wir sie am Freitagabend gegen Wiedenbrück auch erfüllen. Das ist unser Ziel. Und die Tatsache, dass uns diverse Spieler fehlen, spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Denn das sollen andere tun und andere darüber reden, wenn nicht alles dabei ist. Wir sprechen immer mit den Spielern, die uns helfen können. Auch wir werden am Freitag einen Kader haben mit 18 Spielern. Wer nicht da sein wird, spielt am Freitag keine Rolle, weil diese Spieler können uns nicht helfen. Es geht darum, die, die da sind, müssen dieses Spiel gewinnen. Die, die da sind, müssen wir stark machen. Die da sind, sind stark genug. Und die da sind, haben genug Qualität, um auch gegen den SC Wiedenbrück dieses Spiel zu Hause vor eigener Kulisse erfolgreich zu gestalten. Das ist meine absolute Überzeugung, auch die Überzeugung des Teams. Danke. Mhm. Durch das Gelb-Rot für Vincent Wagner ist dir eine Entscheidung abgenommen worden? Oder sagst du, gut, dass wir Jerome Profeta verpflichtet haben, jetzt haben wir eine Alternative? Also, das ist ja genau der Punkt, warum wir einen Mann wie Jerome Profeta geholt haben. Zum einen können solche Situationen passieren. Zum anderen haben wir auf der Position ja eine deutliche Vakanz. Bei Lalletin weiß kein Mensch, wann er zurückkommt. Das kann in 2 Wochen sein, das kann in 3 Wochen sein, das kann aber auch erst in 6 Wochen oder in 2, 3 Monaten sein. Und das kommt nicht von uns. Da sagen hochdotierte Mediziner,
die, sag ich mal, auf dem Gebiet der Schambeinverletzungen deutschlandweit führend sind, da gibt es keine explizite Aussage. Punkt 1. Dann haben wir mit Thomas Denker jemanden, der aus einer langen Verletzung kommt, genauso wie Kai Nakovic. Und wir wissen auch, gerade, ich erinnere mal an den Beginn der Saison, wo uns Wagner und Rodenberg ja auch nicht unerheblich lange ausgefahren sind. Das heißt, die Verpflichtung, wo Jerome Profeta hat ja auch damit zu tun, dass wir auf dieser Position vielleicht numerisch den einen oder anderen haben. Aber wir müssen uns für den Punkt X vorbereiten. Und von daher ist es jetzt so, wie es ist. Wagner fällt aus, wobei die rote Karte im Paket, das habe ich ihm auch gesagt, ja, fragwürdig ist, weil das ist unnötig. Ein Spieler von seiner Qualität darf sich nicht zu so einer Diskussion nach dem Elfmeter hinreißen lassen. Und das Foulspiel im Zentrum, wo die zweite gelbe Karte kommt, demnach gelb-rot, ist auch unnötig. Weil aus meiner Sicht hat Wagner bis dahin eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Mhm. Jetzt kommt Profeta, von daher alles gut. Er wird doch spielen. Ja, ja, ich spiele. Ja. Dann stellt sich die zweite Frage im Zentrum vorne. Und wie ist der Plan? Der Plan ist noch nicht definitiv, weil es gibt unterschiedliche Lösungsansätze. Es gibt die, also bleiben wir erstmal in der Organisation. Es kann sein, dass wir dort eine Veränderung vornehmen, dass wir vom Dreispitzensystem variieren. Es kann aber auch sein, dass wir die Ordnung beibehalten und dann mit Köp beginnen. Aber ich denke auch, die Geschichte Sauter, die Geschichte Lemke, die Geschichte Arendt. Lukas Arendt, finde ich, hat gegen Lott, gegen Köln kein schlechtes Spiel gemacht. Er war griffig, er war beeindruckend, erfrischend. Er hat in vielen Situationen und in einigen Situationen auch fehlerhaft gespielt. Ja, aber der Junge ist 18, 19 Jahre. Von daher darf er das. Lemke und Sauter haben nach ihrer Einwechslung auch Druck gemacht. Willi macht das Tor. Also ich will damit sagen, dass das Leute sind, die eine Alternative sind. Und von daher sind wir da in der Endabrechnung noch ein wenig offen. Fakt ist, Profeta wird spielen, um die erste Frage zu beantworten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Köp spielt, ist auch sehr, sehr groß. Und von daher denke ich, muss man mal gucken, wie sich die nächsten zwei, drei Tage noch die Spieler sich im Training zeigen. Und dann kann man das detailliert sagen. Also momentan ist es wirklich so, dass, wie gesagt, Profeta ja, bei den anderen sind wir noch offen. Bei Sauter ist er denn jetzt schon so weit, dass er theoretisch über 90 Minuten gehen könnte? Nein. Ganz klares Nein. Auch nach Rücksprache mit dem Spieler, nach Rücksprache mit den Medizinern ist er noch kein Mann, der, sage ich mal, über die volle Distanz gehen kann. Das hat man auch in Viktoria gesehen, dass er, wenn er den Ball hat, wenn er hohes Tempo hat, sehr schwer zu verteidigen ist, aber dann eben auch unmittelbar seine Pause benötigt. Kann er auch noch nicht so weit sein, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Er hat im Trainingslager gut gearbeitet. Hat gegen Karlsruhe Akzente gesetzt, hat gegen Viktoria Köln nach seiner Einwechslung auch einiges dazu beigetragen, dass das Spiel 2-2 ausgeht. Von daher ist er nach der sehr, sehr langen, schweren Verletzung auf einem guten Weg. Die jetzt, dadurch, dass Platzek jetzt ausfällt, ist er auch nicht unerheblich, weil er ja die meisten Tore bisher geschossen hat und immer Gefahr, hat auch das 2-2 vorbereitet. Doch noch mehr Gedanken geweckt, eventuell bis zum 31. nochmal offensiv zu gucken auf dem Markt? Oder ist es dabei geblieben? Nee, also noch mehr zu gucken, nein. Wir haben ständig geguckt, auch ständig in Bezug auf derartige Positionen. Nur es ist so, dass wir, wie gesagt, da ist immer dieser gleiche Satz, den ich immer wieder nur wiederholen kann. Es gibt sicherlich Spieler, mit denen wir uns hätten beschäftigen wollen, die uns angeboten worden sind, vielleicht auch, aber die einfach finanziell ja, nicht umsetzbar sind. So einfach ist das. Und die wir hätten machen können, von denen sind wir nicht überzeugt, sprich, die haben uns nicht oder hätten uns nicht weitergeholfen. Was nützt uns das, wenn wir uns für Spieler entscheiden oder Spieler uns, sage ich mal, angeboten werden, die in ihrer Situation momentan kaum gespielt haben oder gar nicht gespielt haben und auch von einer Quote her und die wir dann vielleicht auch noch gar nicht kennen, also die nur über den Berater, die nur über irgendwelche, von daher ist es sehr, sehr schwierig. Also Türpitz ist durch die Medien gegeistert, wie auch immer. Ja. Es hieß ja auch, du hättest ihn schon beobachtet, wie auch immer, ist auch in Ordnung. Wäre einer Mann für euch gewesen oder ist er noch immer möglicherweise ein Mann oder ist es einfach auch einer, der
nicht zu stemmen ist? Also die nächste Frage, die kann ich nicht beantworten, weil über die Geschichte zu keinem Zeitpunkt gesprochen worden ist. Fakt ist, wir haben uns mit ihm mal konkret auseinandergesetzt, insofern, dass man ihn sich mal angeschaut hat, weil bekannt wurde, dass er letztendlich auch auf dem Markt ist. Aber wir hatten keine Möglichkeiten, den Junge hier im Training zu haben. Also das wäre für mich ein wichtiger Indikator gewesen, ein Spieler auch mal im Training, im Betrieb, in der Konkurrenz mit den eigenen Jungs zu sehen. Das hat sich nicht ergeben. Und die Vita in den letzten Phasen, ist ja nicht so, dass man sagt, er hat doch die Bäume ausgerissen. Ja. Und von daher ist es unheimlich schwierig, sich dann für so eine Personale zu entscheiden. Also Fakt ist, wir haben uns dann den Spieler angeguckt, aber wir haben mit dem Spieler keinen Kontakt gehabt persönlich. Und wir haben auch, um deine letzte Frage zu beantworten, die ich nicht beantworten kann, weil über diese modernen, monetären Komponenten überhaupt nicht gesprochen wurde. Ja, alles klar. Gibt es sonst noch Fragen? Ist er denn jetzt so gegen Wiedenbrück, du sagtest es schon, die Rollen haben sich jetzt mal wieder gewandelt, ihr seid in der Favoritenrolle, ihr müsst wahrscheinlich das Spiel machen oder wollt auch das Spiel machen hier im Stadion als Gastgeber. Müssen die Jungs da auch so einen Schalter umlegen oder ist das eigentlich schon die Tugend, die eigentlich auch in der Saison, Vorsaison so war, was euch ja ausgezeichnet hatte? Eigentlich habt ihr auch damals viele Punkte in Schlussphase geholt, noch einen Ausgleich gemacht, noch einen Sieg gemacht und so weiter. Das war ja schon mal da, ist ja jetzt nichts Neues. Fällt es der Mannschaft möglicherweise schwer, das Spiel zu machen oder glaubst du, dass das aufzufangen ist, auch durchs Kollektiv? Also ich sag mal, wir haben in den letzten Spielen auch zu Hause, ob ich jetzt zum Beispiel das Spiel Lotte sehe oder auch gegen VfL Bochum, da haben wir ja nicht wirklich schlecht gespielt. Weil gegen Lotte haben wir, sag ich mal, insgesamt eine sehr gute Leistung angeboten. Auch gegen Bochum war das Paket, es war zwar nicht immer ansehnlich, es war zwar nicht immer überragend, es war aber sehr gut strukturiert, es war von der Organisation her gut und es hat letztendlich hinten nicht viel passiert, also in der Defensive. Das war okay. Jetzt geht es eigentlich darum, den nächsten Schritt zu machen, ja, diese Kontinuität reinzubringen, indem wir sagen, okay, es reicht nicht aus, immer gegen diese Top-Mannschaften, Viktoria, Lotte, Gladbach auswärts, alles abzurufen, sondern jetzt geht es darum, auch zu Hause zu beweisen, dass man auch hier dominant auftreten kann, dass man hier spielerisch, sag ich mal, Akzente setzen kann, dass man hier den Gegner sowohl in der körperlichen Komponente, Körper gegen Körper, aber auch spielerisch, durch Herausspielen von Torschancen, ja, durch Kombinationen, ja, durch spielerische, Akzentuierung des Spiels, dass man darüber ein Spiel gewinnt. Und das ist das, was wir wollen. Und das ist unser Ziel, egal gegen wen wir spielen. Und wie gesagt, in der Vergangenheit war es ja so, gerade in der Hinrunde, dass wir die ein oder andere Phase hatten, wo wir eben dann auch einen Vorsprung nicht über die Zeit gebracht haben oder einfach nicht so konsequent und so dominant waren, und das wollen wir am Freitag eben insbesondere Dominanz attackieren, und das wollen wir schon in die Waagschale werfen. Gut, sonst keine Fragen mehr. Ich danke fürs Kommen und bis Freitag. Cheerio.